Hey Leute, habt ihr das schon mal erlebt, dass euch euer Partner mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen will? Oder dass es sich zumindest so anfühlt? Herr, Moment mal, wer ist der Typ und wovon redet er? Geht's hier um die neuesten schlüpfrigen Bettgeschichten? Nein, 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 natürlich nicht. Es geht um Skat. Und es ist dieser eine Anfängerfehler, der vielleicht dazu geführt hat, dass euer Partner wirklich in Rage ist. Und wie ihr das vermeiden könnt, worum es geht, das zeige ich euch jetzt. Du sollst nicht auf den Partner schneiden. Alles klar? Ist doch auch logisch. Bevor ich den Partner schneide, schneide ich doch lieber den Alleinspieler. Oder nicht? Naja, genau das ist beim Skat mit Schneiden natürlich nicht gemeint. Es braucht hier vielleicht erstmal die einordnende Begriffserklärung. Schneiden beim Skat heißt, dass ich in einer ausgespielten Farbe nicht die höchste Karte lege. Also zum Beispiel in dem Fall, wenn Karo auf den Tisch käme, ich noch nicht die 10 lege oder den König, sondern vielleicht die 7. Macht vielleicht nicht so ganz so viel Sinn. Deutlicher wird es hier vielleicht in Herz, wenn ich einfach nicht das Ass lege, wenn Herz auf den Tisch kommt. Warum würde ich das nicht tun? Weil ich darauf spekuliere, in einem späteren Stich mehr Augen zu bekommen. Oder weil ich vielleicht mehr Stiche sogar machen möchte. Ich würde erst den König nehmen, wenn ich Ass und König hätte, und später das Ass. Also nicht die höchste Karte zu legen, obwohl ich es könnte. Das ist eine ganz gängige, ganz übliche Taktik, die sich im Spielverlauf mehrfach häufig ergibt. Damit, das ist mit Schneiden gemeint. Und was ist jetzt mit diesem Spruch gemeint? Es geht genau um die Spieleröffnung. Und die typische Situation ist, unser Partner sitzt in Vorhand, der Alleinspieler sitzt in Mittelhand, wir sitzen in Hinterhand. Der Alleinspieler hat, sagen wir jetzt mal, Kreuz angesagt und unser Partner spielt die Herz 7. Der Alleinspieler legt zum Beispiel die Herz 9. Und wir könnten ja jetzt schneiden, indem wir hier nicht das Ass legen, sondern die 8. Und würden ihm hoffen, Mensch, der Alleinspieler hat doch sicher noch die 10. Da können wir einen 25-Augenstich machen statt einen 11-Augenstich. Ne? Und legen entsprechend die 8. Jetzt läuft das Spiel so ein bisschen weiter. Und dann kommt sehr schnell der Moment, wo unser Partner nochmal Herz spielt. Der Alleinspieler wahrscheinlich sticht. Wir das Ass legen müssen. Und dann ist wirklich Alarm am Tisch. Dann kommt es zu der geschilderten Situation. Also, warum soll man im ersten Stich nicht auf den Partner schneiden? Und damit ist gemeint, nicht schneiden, wenn der Partner die Farbe ausspielt. Das ist hier ganz wichtig. Wenn der Alleinspieler die Farbe ausspielt, dann muss man auch spekulieren. Hat er die 10 gedrückt? Hat er sie oben? Will er und mich bluffen? Ne, komme ich überhaupt an die 10 ran? Und. Da gibt es auch einiges zu berücksichtigen. Ne? Das wird man nicht immer richtig machen. Aber im ersten Stich, wenn der Partner die Farbe ausspielt, dann ist es ein No-Go, hier die 8 zu legen. Dann soll immer das Ass genommen werden und idealerweise auch direkt die Farbe zurückgespielt werden. Und warum ist das so und warum ist diese Regel auch wirklich so richtig und wichtig? Weil sie wahrscheinlich mindestens in 90% der Fälle auch dann zu dem richtigen, besseren Ergebnis führt, weil auf den kurzen Weg unser Partner seine lange Farbe ausspielen wird. Das heißt, er hat viel Herzen, in dem Sinne mindestens 3, typischerweise vielleicht sogar 4. Das ist Argument 1. Und der zweite Punkt ist, einfach bestellte Zehner. Wenn also der Alleinspieler tatsächlich die 10 überhaupt hat, dann hat er sie einfach bestellt. Und eine einfach bestellte 10 ist mal neben der blanken 10 so ungefähr die am häufigsten gedrückte Karte beim Skat. Also, ich decke mal auf, eine ganz typische Verteilung könnte sein, unser Partner hat aus dem Herzkönig zu dritt ausgespielt und der Alleinspieler hat ein, sagen wir mal, recht prototypisches Sechstrumpfspiel in Kreuz mit dem Ass zu dritt an der Seite, bedient jetzt hier, wo ist sie denn, die Herzlusche, bedient jetzt hier im ersten Stich die Herzlusche und hat 14 Augen in Pik König und die Herz 10 gedrückt. Jetzt auf das Rückspiel, Herz 8, Herz Dame, wird er natürlich stechen, dann wird er Trumpf ziehen. Kommt vielleicht unser Partner ran, kann Herz König bringen, wir können noch überstechen oder können uns das überlegen. Also das ist jedenfalls die ganz häufige Situation und das ist die Begründung, warum
das Messer nicht ausgepackt werden soll, wenn unser Partner im ersten Stich das Spiel eröffnet.